Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Nachdem wir im letzten Part, etwas länger für die letzte Mission gebraucht haben und deswegen nicht mehr hier die Hauptmission weitermachen konnten, wo wir auch noch gar nicht wissen, wo es dann da weitergeht, aber es sieht nach Schloss Hyrule aus, können wir in diesem Part damit weitermachen, weil wir haben nur noch zwei Nebenmissionen abzuschließen und ich habe hier diese Aufgabe schon fertig gemacht. Sorry, habe ich aus Versehen Off-Cam gemacht. Habe ich drauf geklickt und dann direkt aktiviert. Aber war jetzt nichts Spektakuläres. Barodania wird stärker. So. Und in diesem Part, ja gut, das sollte eigentlich aktiviert sein, werden wir hier die beiden machen. Da werden wir dann zwei Sternensplitter noch von bekommen. Und ja, dann werden wir halt mit der Hauptmission weitermachen. Aber erstmal machen wir hier Flucht aus dem Versteck. Und ich glaube, ja, Ritterschwert ist noch aktiviert. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen unser Master Sword. Da drüben ist es. So, alles klar. Und los geht's. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass die zwei Missionen, die ich jetzt vorhabe, noch zu machen, nicht allzu lang sind. Weil ich möchte schon, also ich plane, die einfach durchzurushen und dann vielleicht sogar die Hauptmission direkt fertig zu kriegen in diesem Part. Wäre auf jeden Fall ziemlich sick. Aber wenn ich das hier schon so sehe, begib dich zum Ziel. 6 Minuten. Naja, das sieht nicht unbedingt kurz aus. Und wer müssen wir eigentlich hier, ne? Ja, da links wäre nämlich versperrt gewesen. Aber na gut, wir können ja auch einfach durchrennen. Sieht jetzt nicht so aus, als müssten wir die besiegen, die ganzen Viecher. Folge einer der Straßen zum Ziel. Ja gut, was heißt einer der Straßen? Da, wo wir nicht durch können, können wir nicht durch. Also, oh Moment, apropos nicht durch können. Können wir hier durch? Ah, okay. Okay, es sieht so aus, als ob wir zwei Wege gehabt hätten. Müssen wir? Ja, müssen wir. Wenn ich da drüben schon so das das Tor sehe, dann müssen wir den Typen besiegen. Nee, das ist dein Ende, mein Freund. Du nervst mich jetzt hier schon wieder zum 10.000. Mal. Ich habe dich schon ewig oft besiegt. Und du gehst mir jetzt schon wieder auf den Sack. Nicht unbedingt sportlich von dir. Alter. Ja, ich habe aber auch aufs Maul bekommen. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr diese Lichtklingen schießen. Oder Windklingen, was auch immer. Aber naja, brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay, das war komisch. dass der jetzt nicht von dem Eisblock getroffen wurde. Und ich auch nicht von seiner Attacke getroffen wurde. Aber na gut. Dann ist es eben so. Ach komm, ey. Da habe ich jetzt schon wieder einen Angriff verschenkt. Da hätte ich schon wieder Balken wegmachen können. Oh! Aber wir kommen hier den. Wir bekommen hier den Attackenhagel. Nice. Hä? Und das gibt keinen Attackenhagel? Ich finde schon, dass ich da ziemlich gut ausgewichen bin. Oh, Moment, Bombe. Alles klar, und wir können direkt den Schmetterangriff machen. Zack. Und krass, dass ich es dieses Mal richtig gesagt habe. Nicht irgendwie Spezialangriff oder keine Ahnung, irgendwas. Weil sonst vertauscht die ja mal gerne.
die beiden Wörter, Spezialangriff und Schmetterangriff. Aber gut. So weiß ich zumindest, dass ich hier mittlerweile mal was hinbekomme. Im 36. Part. Okay, komm. Jetzt aber gut. Nice. Jetzt können wir endlich weiter. Die Zeit ist schon zur Hälfte abgelaufen. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Jägeroffiziere. Oh nee. Aber gut, die dürften nicht so schwer sein oder stark sein wie Super. Also hoffe ich einfach mal, das wird kein Problem sein. Und ihr merkt schon, ich habe hier diesen Lieblingsangriff, wo man in die Lüfte steigt. Ich weiß nicht, ob das mehr bringt oder ob das weniger bringt. Aber wenn man so hoch steigt, kann man ja immer noch mal von oben aus dann die Balken wegmachen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr die Chance dazu hat. Also mache ich diesen Angriff viel lieber, als das komplett auszukosten, diese Schwertkombo. Genau so wird das dann nämlich aussehen. Und jetzt, wenn wir in die Luft gestiegen wären, dann hätten wir ihm hier nochmal genau so was abziehen können. Obwohl er eigentlich gar keinen Fehler gemacht hat. Nice. Dann können wir weiter. Woher? Woher? Hierher? Ich hoffe es mal. Ja, aber sieht richtig aus. Ja. Und hier hoch. Wo lang? Daher. Nur noch eine Minute. Aber wir sind da. Nice. Ey, stopp. Als ob ich euch durchlassen würde. Koga wird das verhindern. Du wirst gar nichts verhindern. Du wirst jetzt ein paar aufs Maul bekommen und dann ist auch wieder vorbei hier. So, mit deinem Affentheater. Die habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gegeben. Und du probierst es immer wieder. Nervt so langsam. Können die mal aufhören, den zu verschonen und den vielleicht direkt alle machen? Geht das? Okay, komm. Schluss mit lustig hier. Kriegst jetzt nochmal Stasis. Ach, komm, ey. Habe ich Heil-Items? Nein. Dann müssen wir es mal kurz so machen. Ah! Komm. Schmetterangriff. Ich weiß auch nicht, ob wir erstmal seine Handlanger besiegen sollten. Aber was wir auf jeden Fall erstmal machen sollten, ist hier dieses Dingen. Ihm geben wir hiermit. Nein, weich doch aus, weich doch aus, weich aus, weich aus, weich aus, weich aus. Gott. Okay, ich habe jetzt hier... Ja, ich habe sowieso alles verschwendet. Muss ich jetzt... Okay, nur von hier aus. Ja, ich habe mich ein bisschen dumm angestellt. Ich habe mich echt ein bisschen dumm angestellt. Ich wollte einfach die ganze Zeit zu viel. Aber ich bin jetzt etwas defensiver. Oh, scheiße. Ja, gut. Okay, hat nichts gebracht. Hat ihm nichts gebracht, also alles gut. Komm, weg. Weg von ihm. Und Stasis. Nice. Und so kriegen wir jetzt sogar den ersten Schmetterangriff. Bevor die Typen hier auftauchen. Oder kommen die generell erst... dann, wenn wir ihm da so ein Stück abgezogen haben. Komm, Alter. Hallo, kann ich bitte den scheiß Spezialangriff machen?
Nee, ich will... Hä? Ich hab doch alle mit dem Dingen getroffen. Lame. Was ist das für eine dumme Scheiße? Ach man, ey, jetzt habe ich direkt aufs Maul bekommen, bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte. Ja, und wir sind schon wieder 10 Minuten im Part drin. Das heißt, ich werde schon wieder nur die Hälfte machen können von der Hauptmission. Komm, Stasis. Alles klar. Und ich Quatsch. Ich warte etwas. So. Damit sich das Modul wieder regeneriert. Ah! Oh, dem bin ich aber richtig gut ausgewichen. Holy shit. Alles klar. Hallo, mach Schmetterangriff. So. Nice. Da ist Koga. Ich will aber den Jägeroffizier. Und ich kann direkt... Nein, kann ich nicht. Aber ich kann hier Stasis machen. Dann ist hier erstmal Schluss. Alles klar. Die Jägeroffiziere haben wir. Jetzt nur noch Koga. Was war das? Was zum Teufel war das? Aber treffe ich ihn überhaupt? Ich hoffe es. Ja, ich treffe ihn. Und jetzt Stasis hinterher. Alles klar. Schmetterangriff rein. Nice. Nee, keine Jägeroffiziere mehr. Komm. Reicht jetzt so langsam. Nee, das lassen wir. Und Elektro mit hinterher. Und dann können wir den letzten Schmetterangriff ausführen. Holy shit, war das ein Fight. Uff. Flucht aus dem Versteck. Siegreich. Und wir haben ein Leuenschwert bekommen, habe ich gesehen. Ein Leunen-Großschwert. Alles klar. Ist hier aber gar nicht so krass wie im Hauptgame, ne? Also absolut nicht. Naja, was soll's. Link hat das Tragelimit erreicht. Na gut, Schaden in der Luft machen wir weg. Antike Materialien. Plus 5%. Oh, okay. Nice. Schaden durch normal... Ich glaube, darüber habe ich mich jetzt schon 10-mal gefreut, über antike Materialien plus 5%. Aber naja. Was soll's. Ja, komm, das machen wir weg. Das machen wir weg. Und das machen wir weg. Alles klar. Und wir haben 5 Saphire und 5 Rhodoniten bekommen. Das ist auch cool. Ich werde aber, keine Angst, ich werde auf jeden Fall die Hälfte der Hauptmission machen. Ich weiß zwar nicht immer genau, wann so die Hälfte ist, aber man kann es ja ungefähr abschätzen. Weil man hat ja da immer was zu tun, irgendwelche Ziele, die man erreichen muss. Und meistens dauert so eine Mission um die 30 Minuten, 30, 40 Minuten, also eine Hälfte an 15 bis 20 Minuten. Und das werde ich auf jeden Fall
noch voll machen. Egal, wie lange das jetzt hier dauert. Auch wenn das 10 Minuten dauert jetzt hier. Ohne Zweifel verfügst du über großen Heldenmut. Ja. Auch wenn das jetzt hier 10 Minuten dauern wird. Kein Problem. Nun, im Namen der Göttin Heilia. Oh, holy shit. Priester Miss Kyoshia. Okay. Fordere ich dich zu einer neuen Prüfung. Alles klar, Alter. Dann sei halt unfair und gib mir direkt Hits, bevor ich überhaupt irgendwie was machen kann. Na gut. Oh, ja gut, da müssen wir uns auf jeden Fall immer von entfernen. So wie es scheint, ist er da nämlich unbesiegbar bei. Aber zumindest macht das nicht so viel Damage. Okay. Große Kugel können wir direkt abfangen. Und ihm ins Maul werfen. So. Und auch wenn das hier länger dauern wird, was ich jetzt nicht denke, weil ich meine, wir haben ja sowieso nur 3 Minuten anscheinend für die Prüfung. Werde ich hier durchziehen. Selbst wenn der Part hinterher, keine Ahnung, 50 Minuten lang wird. Und wie das ein Attackenhagel war, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, Schmetterangriff. Aber der ist gar nicht mal so krass, der Typ. Oh, okay, wir haben hier keine Zauberstäbe anscheinend. Oder wird er jetzt krasser? Was ist das? Stasis? Ja, Stasis. Ich glaube, es war im letzten Moment, dass ich da Stasis rausbekommen habe. Da hat man echt nicht viel Zeit zum Reagieren. Alles klar. Ah! Was macht er? Hä? Ich habe doch eben auch die ganze Zeit ausgewichen und jetzt kann ich auf einmal einen Attackenhagel machen? Okay. Nice. Stasis wieder raus. Und fast alle Balken weg. Ja, komm, ist nicht mehr viel Zeit übrig. Das juckt mich nicht. Er ist down. Hervorragend. Ich verspüre nicht mehr die geringste Sorge. Ich werde dir meine Kraft leihen und den Schutz der Göttin Heilia. Okay, was kriegen wir? Wir kriegen irgendwie was? Kriegen wir jetzt einen krassen Buff? Oder ist das nur so symbolisch? Okay, Sternsplitter. Na gut, aber kriegen wir jetzt einen Buff oder was? Hallo. Würde ich gerne wissen. Ja, okay. Priester Miss Kyoshia. Moment mal, können wir den zocken? Empfänger von Göttin Heilias Offenbarung. Ein Shika-Mönch aus der Zeit vor 10.000 Jahren, der über wahrhaft erstaunliche Kräfte gebietet. Wie es einem gebührt, dem eine Offenbarung der Göttin Heilia zuteil wurde, saß er hinten in einem Schrein der Prüfung und erwartete die Ankunft des Helden. Alles klar. Ach, das war das, was wir freigeschaltet haben. Und wir können ihn tatsächlich zocken. Holy shit. Na gut. Oh, Moment. Oh, hier können wir... Ah, okay. Ja gut, das können wir direkt fertig machen. Dann machen wir das erst. Und hier können wir auch ein paar Aufgaben abschließen. Als ob wir ihn zocken können. Alles klar, ja.
Das wirkt irgendwie so random, aber es ist auch übelst cool. Einfach mega geil. Na, alles klar. Vollner Level. Training des Priesters. Nee. Das lassen wir. Das ist dann was für den nächsten Part. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Die Gegenmaßnahmen gegen die Verheerung gingen unentwegt voran. Doch die Macht der Versiegelung zeigte kein Anzeichen des Erwachens. Einer letzten Hoffnung folgend, fasste Zelda den Entschluss, an der Quelle der Weisheit zu trainieren. Mhm. Ist sie nicht sowieso? Hat sie nicht sowieso die Kraft der Weisheit? Link, die Kraft des Mutes? Und Ganon, die Kraft der Stärke? Oder war es nur in Ocarina of Time so? Hm. Erst, wer das 17. Lebensjahr vollendet hatte, durfte sich zur Ranell-Spitze und der dort befindlichen Quelle der Weisheit begeben, da allen Jüngeren die nötige Weisheit bislang verwehrt geblieben war. Voller Ungeduld harrte Zelda ihres 17. Geburtstags. Okay. An eben jenem Tage jedoch würde auch die Verheerung wiederkehren. König Roam befahl dem Volk also die Evakuierung und entsandte die vier Titanen, um den Schaden, den die Verheerung bis zu Zeldas Rückkehr anrichten würde, zu minimieren. Also hat sie genau dann Geburtstag, wo die Verheerung zurückkehrt, oder wie? Dann darfst du ja eigentlich nicht zur Quelle der Weisheit, aber anscheinend muss es so sein. Ich hab es geschafft und auch die letzte Aufzeichnung wiederhergestellt! Ja, mach's nicht so spannend. Zeig mal her. Ja, komm, zeig her. Suboptimal. Ja. Im geringsten. Los! Ja, let's go, komm. Und tschüss. Pech gehabt, ihr Spackos. Ja, nice. Währenddessen. So viele haben große Hoffnung in mich gesetzt. Dies ist meine letzte Chance. Ja, schon. Besorgt, Prinzessin. An der Quelle der Weisheit bekommt ihr eure große Chance. Entschuldigt mich. Vater? Legt sich richtig aufs Maul, Alter. Was ist mit Pura und den anderen? Hoffen wir das Beste. Oh. Oh nein. Es ist anscheinend soweit. Gut. Rodania müsste denn eigentlich... Was zum...
ist die Verheerung bereits. Es scheint fast so, als wären wir überrascht worden. Ja, die wirken ziemlich überrascht. Das sieht nicht gut aus. Wenn schon Schloss Hyrule in den Händen der Verheerung ist. Sinken die ab? Weil der Haupttower eingenommen wurde, oder was? Oh nein, ich hätte nie gedacht, dass die Verheerung so schnell über uns kommt. Ach du Scheiße. Vater befindet sich noch immer im Thronsaal. Schnell, wir müssen ihn retten. Ja, komm, auf geht's. Keine Zeit verlieren. Ihr Drecksviecher, haut ab. Komm. So schnell wie möglich den Typ mir verkloppen. Sollte ja keine große Schwierigkeit sein hier. Warum hat das jetzt nur so kurz gewirkt? Vor allem hat es dafür viel zu wenig Balkendamage gemacht. Komisch. Naja, was auch immer. Wir haben ihn gekloppt. Jetzt geht's weiter. Ja. Ach. Komm. Hau ab. Hau einfach ab. Müssen wir uns überhaupt um ihn kümmern? Ich meine, früher oder später müssen wir es, aber gerade haben wir eigentlich Besseres zu tun, als uns mit irgendeinem Arschloch hier zu kloppen. Also, müssen wir oder müssen wir nicht? Ich glaube nicht. Oh, die können wir nicht zerschlagen, okay. Ja, aber ich mache ja aber noch den Balken voll. Ja, alles klar. Dann geht's los. Die Wächter erwachen, es war so klar. Es war so klar. Waren das zwei oder war das nur einer? Es waren zwei, ne? Ach, hier standen zwar zwei, aber es ist nur einer erwacht. Okay. Oh shit. Und wir müssen tatsächlich gegen ihn kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Aber man kann den einen Wächter, gegen den man am Anfang, also bei dem man am Anfang flüchten musste, so ziemlich am Anfang. Boah, haben wir einen Down bekommen. So ziemlich am Anfang des Spiels. Den kann man tatsächlich besiegen. Das ist zwar sehr schwer und dauert auch lange, aber ich habe die Mission wiederholt, als ich irgendwas holen musste, irgendeine Zutat, die wir brauchten. Und da habe ich den tatsächlich zerkloppt bekommen. Also ja, es geht. Man kann ihn besiegen. Und ich habe auch irgendwas gelabert von wegen die Zelda aus Breath of the Wild. Sieht der aus Skyward Sword ähnlich? Ja, schon irgendwie. Oder nee, ich habe es anders gesagt. Ich habe gesagt, sie sieht aus wie die Zelda aus Skyward Sword. Ich glaube, so habe ich das gesagt. Könnte auch sein, dass ich gesagt habe, sie sieht ihr ähnlich. Aber sie seht ihr auf jeden Fall nur ähnlich. Sie sieht nicht so aus, sie sieht ihr aber ähnlich. Die Gesichtsform ist halt, naja, anders. Also nicht unbedingt Form. Keine Ahnung. Das Gesicht. Das Gesicht sieht auf jeden Fall anders aus. Wie macht man... Ach, nein, so macht man das. Auf Y macht man das, glaube ich. Naja. Ich denke, ich werde noch eine Chance dazu haben, mich zu beweisen. Also nicht schlimm. Sind wir im Thronsaal? Ja. Oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon.
Ballert der auf uns? Also erstmal auf jeden Fall nicht. Und das können wir richtig fett ausnutzen. Oh, er hat seinen Kumpel abgeböllert. Okay, ich hätte es auch nicht hinbekommen, weil ich habe da viel zu langsam gedacht. Jetzt aber. Scheiße. Komm, ich will das hinbekommen. Ich will das hinbekommen. Da, als ich gegen einen anderen Wächter gefightet habe, habe ich es auch hinbekommen. Auf Cam. Als ich die Mission wiederholt habe. Jawoll, so sieht's nämlich aus. Schluss mit lustig. Und wir bekommen richtig was an Kram. Der König konnte durch den Geheimgang entkommen. Okay, dann nehmen wir ebenfalls den Geheimgang. Ich bin so glücklich, dass es Vater gut geht. Wo ist denn der Geheimgang? Hier hinten. Ja, okay. Im Schloss sind Monster und Wächter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, wo geht's hin? Wir verlassen die Bibliothek Richtung Halle. Von dort aus gehen wir dann zum Haupttor. Fliehe aus Schloss Hyrule. Okay, ich würde sagen, das machen wir dann erst noch. Hier scheinen die Wächter noch nicht außer Kontrolle geraten zu sein. Ja, wer es glaubt. Die erwachen noch gleich safe. Oder zumindest irgendwelche. Auf dem Weg. Ein Wächter wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Es war so klar. Ein weiterer Wächter. Wir müssen ihn besiegen, um weiterzukommen. Ja, okay. Kein Problem. Kriegen wir ihn? Nein, wir kriegen ihn ganz knapp nicht. Okay. Aber mit einem Pfeil ins Äuglein kriegen wir ihn down. Es wurde noch ein Wächter gesichtet. Ja, komm. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Dann kloppen wir den halt auch noch kaputt. Oh. Und das hat sogar auf Anhieb geklappt. Alles klar. Damit haben wir den Bereich von Wächtern beseitigt. Durch dieses Tor müssen wir. Alles klar. Aber das dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall nicht verpassen. Es geht richtig wild weiter mit der Verheerung. Bis dann und ciao.